Willkommen zu meinem neuen Video und zu meiner neuen Reaction und es ist soweit. Leute, es ist soweit. Elif's fucking Album ist raus. Das heißt, der Song wird wahrscheinlich auch im Album sein, aber der Song hat jetzt mit dem Album so jetzt nichts zu tun. Also ich mache das jetzt nicht so wie bei Nemo das gemacht habe, so vom Album jeden Song und so weiter. Ne, der Song ist irgendwie theoretisch extra, der ist auch gestern rausgekommen, also Donnerstag und Freitag ist er rausgekommen und das Album halt, aber das ist jetzt theoretisch schon extra Song, so ein eigener Song, falls ihr wisst, was ich meine. Ja, heißt Augen zu und das Geile ist ja auch, ich glaube sogar die meisten von uns haben alle, die was Elif jetzt kennen, haben Elif erst damit kennengelernt oder damit erst überhaupt entdeckt, wegen Samra, wegen zu Ende. Und ist ja auch geil, das ist ja bei dem Song, wo jetzt erst das Album rauskommt, ist auch wieder Samra dabei, ja perfekt. Aber es ist hauptsächlich, ich denke mal, es steht zwar nicht Feed Samra, es steht halt Elif X Samra, also Elif und Samra. Aber eigentlich, es ist von Elif Musik Official, also von ihrem YouTube-Ding. Das heißt, es wird wahrscheinlich hauptsächlich ihr Song sein und er ist halt Feature dabei, schätze ich mal. Ist egal, ich freue mich hardcore, auf das Album, wenn ich das dann reacte, die Songs weiß ich noch nicht kennen, ich hype! Hype it in, man! So, und jetzt erstmal den Song. Warte, Aufnahme? Nee. Den Song geben wir es erstmal. Ich lieb dich auch, wenn ich leide. Niemand glaubt an uns beide. Kurze Frage: Gibt es hier auch ein Video oder so? Black Screen, sein Großvater nur. Augen zu. Also ich dachte, es gibt ein fucking Video. Geil. Also okay, dann. Okay, es ist wieder wie bei Nemo, wie beim Album. Nur Bild. Nur so Bild. Also geil. Okay, dann muss man einfach nur hören, nichts sehen. Okay. Doch keiner küsst mich so wie du. Ich vertraue dir auch mit Augen zu. Ich kenne das Salz meiner Tränen. Und du den Schmerz meiner Seele. Ich hab die ganze Nacht lang nur von dir geträumt. Glaub mir, Giano, lüg Mama an und sag ihr, du bist nur ein Freund. Doch wir fahren nach Milano. Misch dich nicht ein, wenn wir uns. Man kann sagen, was man will, aber Elif hat ihre Stimme so unter Kontrolle. Die kann so, wie sie normal redet, bei den Insta-Stories kann sie singen. Sie kann hoch singen, sie kann tief singen, wie bei Schwarz. Das ist ihre Stimme ist fucking anders. Die ist unfucking glaublich ist die Stimme. Unfucking glaublich. Die hat mich jetzt schon geflasht. Auf der Straße streiten, egal was ist, wir müssen immer übertreiben. Freunde sagen, ich werde das mit dir bereuen. Doch sie haben keine Ahnung. Denn du bist wie ich, mit dem Kopf durch die Wand. Und egal was passiert, du bleibst mein Mann. Ich lieb dich auch, wenn ich leide. Niemand glaubt an uns beide. Doch keiner küsst mich so wie du. Ich vertrau dir auch mit Augen zu. Boah, Alter. Ich kenn das. Alter, das ist ein Ohrwurm. Das ist ein fucking Ohrwurm, schon wieder die Hook. Alter, gleich nochmal. Niemand glaubt mein Mann. Ich lieb dich auch, wenn ich leide. Niemand glaubt. Alter, ich kenne das Salz deiner Tränen und du den Schmerz meiner Seele. Junge, wie kommt Elif auf solche geilen Lines? Ich verstehe es nicht. Und keiner küsst mich so wie du. Ich vertraue dir auch mit Augen zu. Ich hab die letzte Nacht nicht bereut. Kann sein, dass ich dich liebe. Ich weiß, du hast von mir geträumt. Goldener Gold und ich schieße. Sitz im Club, bin KVX in Raki. Du machst mich kaputt und ich drück den Maserati. The fuck hat er jetzt für eine Stimme hier reingeballert? Ist das Autotune? Das ist Autotune ein bisschen, oder? What the fuck? Die Stimme ist ja voll geil. Voll krank und geil, wollte ich beides. Hä? Hey. Ich bereut. Kann sein, dass ich dich liebe.
Ich weiß, du hast von mir geträumt. Goldener Gold und ich schieße. Sitz im Club, bin KFX, den Raki. Du machst mich kaputt und ich drück den Maserati. Das bin nicht ich, sondern ihr B-Shirt. Sag ihr Baby, bei mir bist du safe wie ein Schließfach. 6 Uhr früh und du rufst unbekannt an. Deine Stimme so wie die von Nancy Ashram. Keine Zeit, du weißt, dass ich auf der Flucht bin. Tut mir leid, Baby, denn ich bin ein Muschel. Alter, geht's nur mir so? Oder wenn Elif und Samran so machen, der Song ist so unnormal krank. Alter. Und auch, ich weiß nicht wieso, Samran seine Stimme jetzt bei dem Song, bei dieser Einstelle so ist, wie sie halt ist. Aber das finde ich mega. Das finde ich mega. Alter, Schwede der Nacht. Boah, also bis jetzt der Song, holy moly. Und wir haben ja noch ein bisschen weniger als eine Minute. Das ist jetzt wahrscheinlich jetzt noch einmal die Hook von Elif und das war's dann, schätze ich mal. Alter. Janem, ich bin clean und mein Herz schlägt im Takt Ephedrin. Ich weiß, dass du mich liebst, weil im Jeep schreit dein Ex ist ein Beach. Ra. Ich lieb dich auch, wenn ich leide. Niemand glaubt an uns beide. Doch keiner küsst mich so wie du. Sie hat so eine kräftige Stimme und jetzt verstehe ich auch, warum ein paar Leute immer sagen, ja, Elif ist nicht so ganz deutschrapmäßig, sie ist so irgendwie beides, sie ist so popmäßig und rapmäßig. Mit dem Song verstehe ich jetzt, wieso die das meinen. Ja, gebe ich gern zu, sie ist beides. Sie ist einfach beides. Wie sie die Hook schon wieder so irgendwie popmäßig singt, das ist Hammer. Ich vertraue dir auch mit Augen zu. Das. Was meine ich? Wie kann man... Wie? Mega. Mega Song. Mega Song. Mega Song. Es ist soweit. Es ist soweit. Mega. Mega, mega, mega. Also ich, Alter, wenn ich jetzt in, weiß ich nicht, wenn ich mir das Album hole und die ganzen Songs, dann die neuen Songs rauf und runter höre, ich weiß echt nicht, wenn ich wieder so eine Top, keine Ahnung, wie viele Songs, Lieblingssongs mache, ich habe echt keine Ahnung, welcher Elif-Song wo steht. Weil es gibt nicht einen einzigen Song von den neuen, weil ich weiß nicht, irgendwie, mir kommt es vor, früher hat sie auch schon mal Lass uns bitte so bleiben, glaube ich, war einer Song, weil mein Song ist Kann das bitte so bleiben und Lass uns bitte so bleiben ist auch irgendwie ein Song von ihr, keine Ahnung, aber das war vor, was weiß ich, wie vielen Jahren, 7 Jahre oder so. Und den habe ich zwar nicht gehört, ich kenne halt eher nur die neueren Songs, also genau die Songs, was beim Album oben sind. Die Songs kenne ich. Und von den Songs kann ich nicht bei einem irgendwie sagen, der gefällt mir ein bisschen weniger. Beim Anfang, wo Alaska rausgekommen ist, habe ich mir gedacht, okay, ja, ist in Ordnung, ist jetzt nicht so meiner. Jetzt, wo ich sie jetzt da wieder ewig viel feier, habe ich gemerkt, oh my fucking God, wie geil ist Alaska bitte. Es gibt keine Song, was ich irgendwie runterdrücken könnte. Das geht nicht. Das wird eine Katastrophe, wenn ich dieses andere Video da mache. Holy moly. Gut. Mein Fazit zu dem Song. Was soll ich sagen? Elif, super geile Stimme. Sie kombiniert das Gesinge, deswegen halt auch ein bisschen popmäßig, okay, verstehe ich. Und dieses Grappe, deswegen auch irgendwie Deutschrap. Und plus Samra, geile Kombi. Wie bei Zu Ende, geile Kombi. Und diese eine Stelle, wo Samra richtig komisch und richtig geil, richtig hardcore, Autotune-mäßig wahrscheinlich war es, rappt, mega Stelle. Ja, ich würde dann sagen, die kriegt eine 9. Der Song kriegt eine 9. Der Song kriegt eine fucking 9 oder eine 8. 8 bis 9. 8 bis 9. 9. Eher 9. Okay. Dann würde ich sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Also jetzt dabei die nächsten Songs vom Album. Und ja, also, bis dann. Ciao. Achso, nee, was hältet ihr von dem Song? Ab in die Kommentare damit, 1 bis 10. 1 ist richtig scheiße, weil der Song auf jeden Fall nicht ist. 10 richtig geil, was der Song auch sehr gut haben könnte in der 10. Und ja, also, bis dann. Ciao.